Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich mich mega freue heute. Für mich geht es nämlich gleich zum Friseur. Und zwar nicht nur alleine für mich, sondern ich treffe Kathi da. Sie war nämlich schon häufiger da bei dem Friseur, da lässt sie sich immer die Haare machen und meinte letztens so, komm doch einfach das nächste Mal mit, weil ich ihr halt erzählt habe, dass ich irgendwie finde, dass meine Haare etwas langweilig sind und ich würde gerne irgendwie was Neues ausprobieren. Und ja, jetzt ist es soweit, jetzt komme ich halt mit. Und ich weiß noch selbst nicht, was mich erwartet, weil ich noch nichts abgesprochen habe. Ich wollte einfach so ein bisschen offener an die Sache rangehen und auch mal den Friseur fragen, was sie halt so davon hält und was sie mir empfiehlt und so. Und deswegen habe ich heute Morgen auch meine Haare nicht gemacht und sehe aus wie ein Strubbelpeter. Und bei Kathi auf dem Kanal wird es natürlich auch so ein Video geben, weil wir uns ja zusammen die Haare machen lassen. Deswegen schaut in der Infobox vorbei, falls ihr ihren Kanal noch nicht abonniert habt und das Video noch nicht gesehen habt. Und ich bin schon mega gespannt, ich bin echt aufgeregt. Ich mache das nicht so häufig mit dem Haare färben und generell zum Friseur gehen. Und deswegen freue ich mich heute umso mehr. Also ja. Wenn ihr die Videoidee cool findet, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und jetzt würde ich aber erstmal sagen, viel Spaß beim Zuschauen und los geht's. Ich bin nämlich etwas spät dran. So Leute, ich bin jetzt gerade angekommen und der Laden heißt Friseurkunst Onde, wie ihr sehen könnt. Wie gesagt, ich war noch nie hier, aber ich war schon gerade drin und habe einmal Hallo gesagt und die waren mega nett zu mir und Kathi geht hier ja schon seit Monaten hin, deswegen... Bitteschön, ja klar. Genau, und Kathi geht hier ja schon seit langer Zeit hin und ihre Haare sehen immer tipptopp aus, deswegen bin ich sehr optimistisch. So, und jetzt gehen wir mal rein. So, sieht's hier aus. Kathi ist noch nicht da. Sie hat mir gerade geschrieben, dass sie in ein paar Minuten da sein wird. So Leute, ich stehe jetzt hier neben Frau Onde und sie wird gleich meine Haare machen. Und genau, hast du auch schon gesagt, dass du dir so ein bisschen Gedanken gemacht hast? Ja, heute ist ja die Barbara bei uns und ich freue mich sehr, sehr, dass sie hier bei uns ist. Und wir haben uns auch sehr einige Gedanken gemacht und wir arbeiten ein Balayage heute. Und wir werden Balo-Lights mit einarbeiten, so dass sie einen tollen, subtilen Übergang bekommt. Ja, und das Weitere wird ihr sehen, was da noch passiert. So, wir legen jetzt gleich los. Kathi ist gerade auch angekommen. Hallo. Ja, Milo ist auch mit dabei. Milo. Und deine Haare liegen hier auch schon, habe ich gesehen. Ja, ja, stimmt. Guck mal, die sind nämlich garantiert nicht für mich. Ja, und wir machen uns heute hier gemeinsam die Haare. Ja, freue mich schon voll. Ich freue mich auch das total. Das ist übrigens mein Vorher. Barbara, das habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen. Genau. Jo. So, der Kaffee ist da und übrigens, Kathi und ich haben ja alles auch auf Instagram Stories festgehalten. Also falls ihr uns noch nicht auf Insta folgen solltet, dann könnt ihr das sehr gerne mal machen, weil da poste ich eigentlich immer so am ehesten die neuesten Ereignisse und so. Also ja. Unsere beiden Insta-Accounts sind auf jeden Fall unten für euch verlinkt. Es geht los, Leute. Also meine Haare wurden jetzt einfach abgetrennt, ne? Ja. Ist aber eigentlich auch eine coole Frisur. Ich rühre die Blondierung. Da ist schon Olaplex 1 mit reingekommen. Okay. Damit wir die Disulfidbrücken im Haar schließen. Paintings, die haben wir nur in Silberfolie eingepackt, damit die Wirkung auch schneller und intensiver ist mit niedrigen H2O2. Die ersten sind schon hier ausgespielt worden. Oh, jetzt haben wir alle Folien rausgenommen. Ja, so sieht das aus. So. Ihr seht es schon, ich habe es noch nicht gesehen. Ja, das ist noch nicht fertig. Jetzt kommen mehrere Abmattierungen, bis wir den Ton treffen, wo wir sagen, das ist es. Hm? So, Applikation heißt dann, wir wandeln die Farbpigmente um. Also dieses Orange, was du im Moment im Haar hast, machen wir zum wärmeren Blondton. Okay. Ich habe immer noch nichts gesehen und ihr seht es. Leider ist klar, ob mir das ist.
So, einmal richtig durch. Und das ist jetzt schon der Ton, den habe ich gerade gehört? Genau, der bleibt. Aber so richtig siehst du das erst, wenn die schamponiert sind, ja, und trocken gefüllt sind. Ne? Ja, ja, das ist auch immer so, wenn ich die Haare wasche, sehen die ja viel, viel dunkler aus. Aber genau. Ihr erkennt schon sozusagen... Genau, wir erkennen das schon, ne? Wie die Pigmente sich eingelagert haben und ob das okay ist. Ja. Okay. Super, kann abgespült werden. Kann ab, ja. Und jetzt werden die Haare geföhnt. Und oh mein Gott, ich sehe jetzt schon den Unterschied. Es ist auf jeden Fall etwas heller. Aber das ist noch nicht das Endergebnis. Da kommen nämlich noch Übergänge. Ja, die Übergänge. Übergänge hin, damit der Übergang zum Ansatz halt nicht zu krass ist. Und das Endergebnis. Sieht bei euch aus? Wir sind jetzt in der fünften Reihe. Genau, kommt zum Endergebnis sehr nahe. Boah, sind die lang. Aber hier sind noch jede Menge Haare für Kathi, die da liegen. Genau. Hier werden jetzt die Übergänge gemacht, damit einfach der Ansatz jetzt nicht so auffällt, ne? Ja, genau. Wir haben ganz weich reingepaintet. Ihr könnt mal an der Stelle gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr jemals eure Haare gefärbt habt oder vielleicht getönt habt, ja oder nein. Also als ich das zum allerersten Mal in meinem Leben gemacht habe, war das voll die Katastrophe. Hatte ich gerade auch schon erzählt. Ich habe einfach nur so eine Packung Haarfarbe gekauft und mir die einfach in die Haare geklatscht. Und dann natürlich so ganz viele Stellen vergessen und es sah einfach nur katastrophal aus. Also ja, ich glaube gerade, wenn man sowas wie eine Blondierung macht, ist es auch wichtig, dass das jemand macht, der das wirklich auch kann. Jo. Zwei. Okay. Und hier vorne sehe ich, ist der Wecker gestellt sozusagen. Also, wir sehen uns in 25 Minuten wieder. So, das ist das Endglossen. Vielen, vielen Dank, Frau Onde. Ich bin so mega glücklich damit. Wirklich, ich hätte nie gedacht, dass mir so eine helle Farbe wirklich stehen kann. Doch, das sieht sehr, sehr gut aus. Ich guck mal, deine Augenbrauen, deine Ansatzfarbe. Ja. Ganz toll. Balayage immer vorher glatt machen, damit ihr die Übergänge sieht und dann erst die Locken. Ah, okay. Ja, das ist ein guter Tipp. Ja. Du bist heute so brav. So, Leute, ich bin schon seit einer guten Stunde fertig. Kathi ist hier immer noch dran. Wie geht's dir so? Ja, ganz gut. Ist der Nacken steif? Nee, das geht. Aber es ist, die Kopfhaut wird immer sehr empfindlich, wenn man sich Extensions frisch reinmacht. Alle, die das auch mal gemacht haben, die kennen das bestimmt. Aber ich bin natürlich auch besonders empfindlich an der Kopfhaut. Jo. Wenn man dann direkt wäscht, so die Haare, dann ist ein bisschen. So Leute, hier seht ihr jetzt noch einmal das finale Ergebnis zu Hause sozusagen und auch nochmal im Vorher-Nachher-Vergleich. Ich bin total irgendwie noch so, oh mein Gott, was ist hier passiert? Das ist so ungewohnt, weil ich bin halt
immer eigentlich dunkler gewesen. Ich war noch nie so hell, aber ich liebe es. Irgendwie hatte ich echt richtig Lust auf eine Veränderung. Und vielen, vielen, vielen Dank nochmal an Friseurkunst On Day, weil die haben das echt nicht nur sehr schön gemacht, finde ich, sondern haben sich einfach mega lieb gekümmert. Also ja, thank you, thank you. Falls euch das etwas andere Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und vergesst jetzt auch nicht, Katis Video noch zu gucken. Da hat nämlich auch eine ziemlich große Veränderung stattgefunden. Hat auch länger gedauert als bei mir. Also ihr Video ist hier verlinkt. Und falls ihr das Video schon gesehen habt und von Katis Kanal kommt, dann schaut gerne hier vorbei. Da ist auch nochmal ein Video von mir für euch verlinkt. Und ja, dann können wir uns ja wiedersehen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr wollt. Ciao!